So, moin Leute, willkommen zum nächsten Video. Dieses wird wohl ein wenig länger werden, denn wir haben jetzt als nächstes Auto den Escalade. Der Escalade, das sehen wir schon, ist in allen Tuning-Varianten, also in allen Spec-Stufen verfügbar. Gut, gucken wir uns erstmal das Basismodell an. Wir haben hier die Version Escalade von 2012, das ist die dritte Generation. Die erste Generation kam 99, glaube ich. Wartet, ich guck mal kurz. Dum, 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 dum. Ja, seit 99. So. Er ist als Konkurrenz entstanden zum Lincoln Navigator. Und war, wie gesagt, baugleich mit dem GMT 400 Chassis, also zum Beispiel der Chevrolet Tahoe. Und die Langversion, die dann 2002 eingeführt wurde, die war dann halt mit dem Chevrolet Suburban baugleich, also von der Grundbasis her. Wir haben jetzt nur hier einen der dritten Generation. Und ja, wie gesagt, der hat jetzt wie gesagt den Aufbau des Suburbans. Und ja, wie gesagt, ist ein Riesenklotz. Ich habe so einmal in echt gesehen, das ist absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, befeuert wird er natürlich von einem V8. Da müsste man halt mal gucken. Aber wie gesagt, die Leistungsdaten stehen ja links. So, bevor ich jetzt noch nicht um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, erste Tuningstufe. Also Street Spec. Und wieder mal dunkle Farbe. Finde ich super. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Originalfarben durch. Haben wir hier so ein schönes Asphalt. Anthrazit, Schwarz, Rot. Naja. Champagner. Das ist auch eher so. Boah. Aber wieder die Farben seht ihr selber. Was soll ich da drum rumreden? Das Blau ist ja schrill. Leute, wartet mal. Das gucken wir uns mal ganz kurz draußen an. Ich hoffe mal, es ist Tag. Ich weiß es gerade nicht. Nee, es ist natürlich Nacht. Wie sollte es auch anders sein? Es ist natürlich Nacht, aber das Blau ist ja schrill. Also wenn man das selbst nachts noch als Blau erkennt, dann ist das wirklich ein sehr schrilles Blau. Gut, wir ändern das mal kurz auf eine etwas hellere Farbe. Wie immer. So, gucken wir uns erstmal. Ne, wir gucken erstmal, welchen Innenraum wir drin haben. Wir haben nämlich schon einen geänderten. So, machen wir jetzt erstmal offiziell. So, also das ist jetzt der offizielle Innenraum. Seht so ein Aluminium-Holzmix. Oh, steht hier was auf dem Display? Nee, das ist nur irgendwie so. Ich dachte, da steht was. Da steht nichts. Das ist ja irgendwie eine optische Täuschung. Seht ihr das? Das bewegt sich. Naja. So. So sieht das Ganze denn hinten aus. Überall schön mit den Lincoln-Stickereien. Lincoln ist ja Oberklasse, das darf man nicht vergessen. So. Und wie gesagt, was ich immer noch schade finde, hier drinnen funktionieren die Spiegel und draußen funktionieren sie nicht. Das ist so ärgerlich. Gut, gucken wir uns mal an, warum ich die auf Aluminium auf Holz gewechselt habe, wollte ich sagen. So, ja, Alu in Alu ist ein bisschen langweilig. Gucken wir mal weiter. Carbon. So, jetzt haben wir Carbon in Carbon. Und noch mehr Carbon. Und da habe ich schon das Carbon erwähnt.
Selbst das Lenkrad ist jetzt aus Carbon. Uah, fürchterlich. So, gehen wir mal auf Holz. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt für Sitze drin hatte. Aber machen wir mal die. Ich mag Rot. Ich mag Rot. Obwohl, nee, mit dem Innenraum. Nee, warte. Sorry. Das muss dann auf Blau. Ach, das war das Falsche. Mit dem Innenraum muss das auf Blau. So, und jetzt gucken wir uns mal das Holzinterieur an. Und das sieht doch schick aus. Jetzt sind wir in der Oberklasse angekommen. Da hinten ändert sich nicht unbedingt viel. Oh, das hat doch was mit dem Holz. Ich mag Holz. So, gehen wir weiter. Oh, hat der viel. Na, sehr schön. Da haben wir gleich viel zu gucken. Also es gibt übrigens von diesem Auto, wie gesagt, einmal die normale Escalade-Version. Das war am Anfang. Dann gab es, wie gesagt, damals noch die längere Version. Und dann gab es eben, also die hieß ESS. Warte mal. Das Ding hieß ESV. So, das war dann, wie gesagt, damals bei der ersten Generation die lange Version. Die ist dann allerdings, die kurze ist weggefallen und man hat nur noch die auf Basis des Suburbans gebaut. Und wie gesagt, dann gab es eben halt noch die Escalade EXT-Version. Das ist der 5-sitzige mit dem mit der Pickup-Ladefläche hinten drauf. So, warum man sich jetzt hier für die wirklich der Escalade, der ist groß, der ist lang. Warum man sich jetzt für die längere Variante im Endeffekt entschieden hat, ist ganz einfach. Du kriegst eine weitere Sitzreihe rein und hast immer noch einen großen Kofferraum. Das heißt, du hast eigentlich praktisch einen geländegängigen Van. So, es gab ihn eigentlich fast in allen Modellgenerationen mit 2WD und 4WD. Also mit einer angetriebenen Achse oder mit beiden angetriebenen Achsen. Verbaut war bei vielen 5,1 Liter V8 oder eben halt der große 6 Liter V8. Also das Auto ist schon Wahnsinn. In Deutschland wird es mit dem nur schweren Parkplatz kriegen. Das Ding ist wirklich riesig. Ich habe mal vorgestanden. Das ist unglaublich, was? Kein Spoiler! Kann ich wahr sein. So, Motorhauben. Also ich hoffe mal, es ist nicht zu grell. Ich habe immer so das Problem, ich will, dass ihr das alle gut sehen könnt. Wenn es zu grell ist, ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, ich werde zukünftig doch eher versuchen, ein dreckiges Weiß zu kriegen, ein Silber oder sowas. Weil das Weiß ist mir selbst fast zu grell. Warte mal, wir müssen noch mal ganz kurz die Farbe wieder auf schwarz setzen. Oder warte mal, wir machen ihn noch mal blau. Und wir gehen noch mal raus. Mal gucken, ob man das jetzt. Das ist ja wirklich. Na komm, raus! Ist immer noch dunkel. Okay, dann geht das hier. Dann machen wir das vielleicht mit dem letzten noch mal. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Das Video wird lang. Ich habe mein ganzes Datenvolumen schon mehr oder weniger verschossen.
So, hier haben wir jetzt die Gelände-Edition. Ihr seht, ich habe hier mal entgegen meiner normalen Bauphilosophie ein wenig vorne auf Schutz statt auf Schlichtheit geachtet. Und wir gucken jetzt erstmal, was das für eine Farbe hat. Ach, das ist offizielle, das Anthrazit. So, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt mal das. Das dürfte nicht ganz so grell sein. Im Innenraum wird sich nichts geändert haben. Wir können natürlich mal reingucken. Ah, hier habe ich Alu, Holz, Alu, offiziell, genau. Muss ich mal gucken. Offiziell, gut. Ach, ich sehe auch gerade, der ist noch gar nicht weiter getuned. Der hat nur das Basispaket drin. Naja. Ich glaube, der war auch sehr schwer. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Wartet mal hier. Guck mal. Überall Licht. Denn die beiden Abschlüsse. Es ist schon herrlich. Es ist schon herrlich. Vor allem kann man sich das jetzt angucken, ohne das jetzt wirklich zu verbauen. Vor allem hatte der eben auch eine Seilwinde da drin. Das ist schon herrlich. Oh Mann. Ob das gut ist. Der Kühler kriegt so weniger Fahrtwind. Damit könnte der Motor etwas heiß laufen. So, hinten mit Reserverad. Ja, auch wieder Reserverad mit Gittern vor den Rückleuchten. Ist es schon herrlich. Also manchmal sind die Details hier wirklich, wirklich super. Er hat jetzt hier hinten sogar eine Winde drin. Das ist ja Wahnsinn. Oh, hier. Ja. Die normalen Leisten. Vielleicht diese richtig massiven Seitenrohre. Wollte ich gerade sagen, Sidepipes sind es ja nicht. Trittbretter, wie es auch mal schimpfen will. So. Ja. Also ich würde dann doch schon eher bei denen bleiben. Gucken wir uns mal die Originalfelgen an. Hatten wir das eben schon gemacht. Ja, ihr habt es halt doppelt. Ich bin ja nicht geizig. Bei mir gibt es auch Sachen zweimal zu sehen. Überhaupt kein Problem. So, der hat aber einen Spoiler. Zumindest einen. Lichtleiste. Motorhaube. Oh, ich hab die mit dem Schnorchel. Na gut, okay, Schnorchel scheint immer drin zu sein. Ich nehme ja immer nur die Lackierbahn. Weil aufs Carbon halt, ich finde das optisch nicht schön und vor allem kann man da keine Sticker draufsetzen. Okay. Das war die Geländeversion. Jetzt kommt die Perf. Ach, ist auch wieder dunkel. Könnt ihr mal sehen. Nee, weiß wollte ich ja nicht mehr nehmen. Das ist dreckiges Weiß. Muss gehen. Guckt euch das an. Boah. Also Entschuldigung, da war ich gerade zu schnell. Weiß ja nicht, wie lange ihr braucht, um euch Details anzugucken. Könnt ihr auch das Video stoppen.
Es ist schon teilweise interessant, was die Leute sich da, Programmierer, ausgedacht haben. Ich weiß nicht, ob es die Teile wirklich so gibt. Aber teilweise ist das schon lustig, wie das aussieht. Also wenn da so überall so kleine Streben dran sind oder so, also die ganzen kleinen Details. Ja super, Kennzeichen, Big Spender. So. Seitentrittbretter. Mein Gott, wie sieht das denn aus? So, Felgen hatten wir. Spiegel ist auch wieder nur das übliche. Und diesmal ist Carbon. So, Spoiler. Sorry. Haube. Könnte man auch nur, ich glaube, das stört die Linie ein wenig. Nein, hier jetzt wieder die üblichen Carbonhauben. Wie gesagt, hier, guckt euch das an. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht sonderlich hübsch. Am besten will nicht. So. Auch alles in Dunkel. Gut, machen wir den auch noch mal hell. So, Farbe, wie gesagt, es ist ja nur, dass ihr ein paar mehr Details seht. Also wie gesagt, der ist jetzt schon, als Raid ist er halt schon sehr auf Sport getrimmt. Die ganzen Radhäuser sind alle eckig ausgeschnitten. Innen ist alles entleert. Tank hinterm Fahrersitz, Reifen hinten, das ist... Tja. Und innen drin, natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ach, hier gibt es wohl keine richtige Sicht nach hinten. Naja, also ich finde, wie gesagt, die Raids, die haben mit den Originalfahrzeugen nicht mehr viel zu tun. Müssen sie ja auch nicht. So, hier haben wir jetzt die Rennvariante. So. Farbe ist ja ekelhaft. Wir hatten die ausgewählt. Das ist ja ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Wer hat sich das denn ausgesucht? Werde ich wohl meinen Grund für gehabt haben? Ich habe keine Ahnung. Also sieht wirklich scheußlich aus. Aber mal das hier, das ist sehr hell. So. Dieser auch wieder riesen Diffusor hinten dran. Kotflügelverbreiterung. Also das Auto ist schon breit. Und jetzt haben wir es noch breiter durch den ganzen Plastikramsch, der da noch mit dran ist. Wir sind hinten auch wie so eine riesen Frittentheke. Das Ding ist Wahnsinn. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Können ja noch mal innen reingucken. Auch wieder alles in Carbon. So. Ja, das war der Escalade. An sich ein sehr imposantes Auto, aber mir ist er ehrlich gesagt zu groß.
Auch hier in der Crew, er ist einfach zu groß. Das heißt, es ist in der Wüste, da wo du genug Platz hast. Aber wenn du jetzt in New York mit dem Ding unterwegs bist, vor allem mit dem Rennwagen jetzt hier, kannst du nicht einfach so überholen. Er ist einfach zu breit. Es funktioniert nicht richtig. Na gut, ich danke euch wieder mal sehr fürs Einschalten und ich hoffe, es war doch ein wenig interessant. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also, bis dann!